Mein Vater sagte immer, halt dich fern von ihnen. Obwohl sie unser ganzes Land überschwemmt haben, bin ich trotzdem mit dem Leben davon gekommen. Ich hatte Glück. Sie haben akute Islamophobie. Ihnen kann nur einer helfen. Fragen Sie nach Marcel. Und bringen Sie Tee mit. Sind Sie Marcel? Ich habe gehört, Sie können mir helfen. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Ich habe einfach unglaublich Angst vor Muslimen. Ach, wissen Sie was? Sie können mir eh nicht helfen. Ich mache das schon lange nicht mehr. Ich habe gehört, dass Sie viel Zeit mit Muslimen verbracht haben. Dass Sie sie gut kennen. Und dass Sie wissen, was all diese Begriffe bedeuten. Ja, das war einmal. Und das als Christ? Ich bitte Sie. Ich weiß einfach nicht weiter. Also gut. Aber nur unter einer Bedingung. Ich mache ab jetzt den Chai. Pass auf, wir dürfen dich jetzt nicht überfordern. Deswegen fangen wir mit den Basics an. Okay, ich zeig dir jetzt, wie man Chai macht. Das Wichtigste ist, dass du den Tee vorher wäschst. Hast du mich verstanden? Ja. Ob du mich verstanden hast? Ja. Wir müssen deine verinnerlichten Vorurteile abbauen. Wie viele Muslime gibt es in Deutschland? Zu viele! Und Liegestütze, 10 Stück, komm! Damit du überhaupt erstmal auf Muslime zugehst. Was heißt das? Was heißt das? Du darfst. Ja, sehr gut. Komm, und der allerletzte, komm. Eid. Man schwört ein Eid. Das habe ich getan. Wir werden dir deine Angst vor dem Kontakt mit den Muslimen nehmen. Lies diesen Satz. Ein Döner bitte. Abi? Ich habe doch gar kein Abi. Und am Ende wirst du sehen, dass sie auch nur so sind wie du und ich. Jetzt fragst du sie einfach nur nach der Uhrzeit. Komm. Aber sie spricht doch gar kein Deutsch. Das ist der Typ, von dem ich dir erzählt habe. Endlich kann man uns mal kennenlernen. Und wie geht's dir? Gut. Das ist ja doch gar nicht so schwer. Ja. Okay, Pause, komm. Das liegt hauptsächlich an der Falafel, würde ich sagen. Nee, vor allem, die haben ja auch einfach weniger. Ich krieg meine laufenden Putzlappen da. Ja, ja, Mann, ja, genau. Ja, ja. Ja. Marcel, tun dir nicht gut, Mann. Das sind meine Freunde. Das sind deine Freunde? Das war antimuslimischer Rassismus gerade. Das sind alles Idioten. Du kennst sie gar nicht. Und du kennst die Muslime nicht mehr. Und du kennst dich selbst nicht mehr. Du hast deine eigene Kultur verraten. Bist du überhaupt noch Christ? Sie haben ihm doch so viel beigebracht. Sie können ihn doch jetzt nicht einfach aufgeben. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Selbst wenn ich ihm zeige, dass Muslime auch nur Menschen sind, dann gibt es da draußen noch tausend andere mit der gleichen Angst. Marcel, Sie können nicht alle auf einmal retten. Aber Sie können ihn retten. Wo bist du? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wo bist du? Wo bist du? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wo? Wo? Was passiert? Marcel,
Ich bin nicht der Einzige, der deine Hilfe benötigt. Da draußen sind noch tausend weitere, die du retten kannst. Du bist der Einzige, der sie retten kann. Du bist der Einzige, der Deutschland retten kann. Denn du hast die Macht. Und aus Macht folgt große Verantwortung. Oh mein Gott, der ist gut. Ich weiß, ich hatte einen guten Lehrer. Ich das allein schaffe. Marcel, ja. Du bist der Einzige, der die Macht hat. Du musst dein Abo da lassen. Du darfst noch nicht sterben. Du musst doch den Trailer von Fiete sehen. Wer soll das sein? Ist egal jetzt. Dann guck dir wenigstens noch die Funkwelt an. Okay. Okay. Donald Duck, Alter. Ja.